Ja, Florian, das ist ja schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Wir sind jetzt hier in Frankfurt auf der Eurobike, das erste Mal die Messe in Frankfurt, vorher war es in Friedrichshafen. Und ich weiß noch, in Friedrichshafen sind wir so durch die damals, also vor einem Jahr, oder vor 2 Jahren war das hier, glaube ich, Tanja, oder? Ja, vor 2 Jahren. Ja, ja, das stimmt. Vor 2 oder 3 Jahren sogar, sind wir durch die Messe gelaufen, haben nach einem geeigneten Helm gesucht, weil wir damals schon davon gehört haben, dass es eine Möglichkeit gibt, eben von Fahrer zu Fahrer zu sprechen, was für uns eine Riesengeschichte ist. Und da haben wir Sena eben getroffen, da haben wir eben einen von euren Mitarbeitern getroffen und gesagt, hey, kommt zu uns, schaut euch das mal an, ob das was für euch wäre. Und das war geil. Und du bist jetzt seit wann bist du jetzt dabei? Ich bin jetzt seit Anfang Oktober letzten Jahres bei Sena im Marketing und kümmere mich um Influencer, um Content Creator und generell um das Marketing gerade. Das war ja geil, wir waren in Spanien unterwegs und auf Tour mit unserem Expeditionsfahrzeug und den Bikes und da haben wir dann ja von Spanien aus schon kommuniziert, ne? Ja, genau. Wir hatten, ich glaube, wir haben auch relativ schnell das erste Mal bei Instagram geschrieben und dann auch telefoniert, einfach. Ich habe mal angerufen oder wir haben telefoniert, um uns mal kennenzulernen. So ein bisschen beschnuppern gehört ja auch dazu. Man will ja wissen, mit wem man so zusammenarbeitet. Und ihr wart natürlich auch total auffällig. Ne? Also ich kannte euch auch vorher schon über Instagram, wenn man so ein bisschen in der Szene ist. Und das ist ja einfach ein tolles Projekt, was ihr da jetzt schon so lange durchzieht. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, euch da auch mal kennenlernen zu dürfen. Das ehrt uns, es freut mich sehr. Und bevor wir jetzt über die Helme sprechen, was natürlich der Grund des Videos auch ist, möchte ich sagen, warum das so wichtig für uns ist und war oder was der ausschlaggebende Grund war. Tanja und ich waren ja auf der längsten E-Bike-Expedition der Welt unterwegs. Also wir waren wirklich tatsächlich die Ersten, die mit dem E-Bike eine Expedition gemacht haben, von Deutschland bis nach Thailand, also zumindest dann von Sibirien die letzte Etappe durch die Mongolei und durch die Wüste Gobi, dann durch China ein knappes Jahr, durch Vietnam bis nach Kambodscha und Thailand. Und ich weiß noch, in China, das kannst du dir vorstellen, die Großstädte ne, fangen bei 1 Million, spricht man gar nicht, 1 Million Einwohner, so vielleicht so 5 Millionen, 10 Millionen Einwohner. Das ist der absolute Wahnsinn im Verkehr, der absolute Irrsinn. Und da musst du dann im Flow sein, wenn du da durchfährst. Und sonst beißt aber vielleicht den Asphalt, das ist gefährlich. Ja. Und einmal war es eben so, dass wir, Tanja und ich, haben uns verloren. Ja? Das heißt, es ist hintereinander geradelt, wahnsinnig viel Verkehr und plötzlich war sie weg. Ja. In einer mehrfachen Millionenstadt. Ja. Und es war Winter und ich kam gar nicht einmal an mein Telefon ran, um sie anzurufen, weil er musste erst einmal vorne in die Satteltasche rein und Lenkertasche und das Telefon rausholen und wie auch immer. Und also ein bisschen in Panik, weil wir keine Connection hatten. Ja, und dann auch nicht sagen, hey, wo bist du jetzt gerade? Sag ich, bin an einer Kreuzung, an welcher denn? Naja, und wie auch immer, da habe ich gesagt, hey, wir bräuchten unbedingt irgendwas, wo wir ständig miteinander verbunden sind. Sag, hey, pass auf, Dennis, ich bin jetzt gerade, ich habe gar nicht gesehen, die war irgendwann an der Ampel, war rot und weg, was ich. So, und das war der ausschlaggebende Grund. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Das ist der Traum. Ja, genau dafür sind diese Helme ja auch irgendwann mal gemacht worden. Na klar, sie können mehr, aber gerade dieses Miteinander sprechen, der Intercom-Gedanke, kommunizieren zu können, selbst wenn man nicht direkt beieinander ist, ohne dass man schreit oder vielleicht sogar auch außerhalb der Rufweite, das ist bei unseren Reichweiten ja mittlerweile durchaus auch möglich. Absolut, ja. Ist so der Gedanke. Ob man sich jetzt vor Gefahren warnt oder ob das die chinesische Kreuzung ist, an der man so ein bisschen den Überblick verliert, bleibt da ja erstmal offen oder ob man einfach auch ganz normal sich unterhält beim Fahrradfahren, ne? Wenn man gemeinsam Ausflug macht. Da gibt es so viele Möglichkeiten, also auch mit dem Warnen, was du angesprochen hast oder was wir jetzt immer wieder haben. Ich meine, das ist jetzt auch ein spezieller Fall, wir unterhalten uns die ganze Zeit, ja. Und das nächste Mal, wenn wir sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt mal ein Fotoshooting oder irgend so und dann steht die Tanja eben ein paar hundert Meter weiter weg und wie willst du dann kommunizieren? Und sie sagt, hey, pass auf, ich bin in Position, jetzt kannst du kommen. Also für so einen Spezialfall, der für unser Traum ist. So speziell ist der Spezialfall gar nicht. Also gerade, nein. Höre ich öfter, dass Fotografen, Fahrschulgruppen, Videoinstruktoren die Geräte einfach nutzen, weil sie dadurch halt die Möglichkeit haben,
sowohl einen Schutz am Kopf als auch die Kommunikationsmöglichkeit zu haben und eben nicht noch ein extra Headset brauchen oder die Kopfhörer vom Handy und man telefonieren muss, sondern es ist halt ein Knopfdruck und man ist verbunden und das über eine große Reichweite. Und das Geilste dabei ist, du hast die Hände frei. Also das ist, also, du kannst da wirklich dann arbeiten, kannst, also das ja. ist der Hammer. Und wenn wir jetzt so durch die Messe laufen und sagen, pass auf, da vorne gehen wir jetzt mal rechts, dann wundern sich die Leute sich immer, mit wem ich spreche, ja? Oder die Tanja spricht, oder? Ja, und was ich auch toll finde, man kann ja auch mit den Helmen telefonieren. Ja, man kann mit den Helmen auch telefonieren. Das ist für viele Pendler super interessant. Das habe ich jetzt, klar, heute oder die letzten Tage auch auf der Eurobike schon oft gehört. Aber grundsätzlich ist das ein riesengroßes Thema. Und das Thema wird immer größer dadurch, dass viel mehr Leute aufs Fahrrad jetzt umsteigen, gerade in den Städten und pendeln, die dann einfach sagen, na, pass auf, die halbe Stunde nutze ich, weil Hände sind frei, ich kann damit auch telefonieren, was zum Beispiel im Auto nicht so einfach funktioniert, wenn man keine Freisprecheinrichtung hat. Das finde ich ja, wir haben das auch getestet. Das Schöne dabei ist ja, man könnte sich ja vorstellen, wenn du telefonierst, also das, davor war ich am Anfang wirklich skeptisch, ja. Mit dem Rauschen, ja, also ja. bist du immer in Bewegung, hast also wirklich also auch den Wind und wenn es jetzt, das haben ja schon viele Menschen vielleicht auch erlebt, wenn die jetzt irgendwie was filmen und du hast ein bisschen Wind, dann knattert und knallt es dann und dann letztendlich ist es eine ganz schlechte Qualität. Bei euren Helmen, das finde ich ein Hammer, du kannst tatsächlich telefonieren. Ja. Also der andere versteht mich und ich verstehe ihn. Die Technik, die das möglich macht, heißt Advanced Noise Control, also nicht Noise Cancelling, wo der Schall aktiv weggenommen wird vom Ohr. Das würde gar nicht gehen, weil die Lautsprecher ja nicht auf dem Ohr sind, sondern so gedacht sind, dass man die Umgebung noch wahrnimmt. Im Mikrofon ist es aber so, das nimmt den Wind quasi mit auf und in der Übertragung, ob das jetzt fürs Telefon ist oder im Intercom-Gespräch, werden diese störenden Windgeräusche einfach nicht mit übertragen. Diese Frequenzen werden einfach rausgefiltert und so kann es durchaus sein, dass man telefoniert, fährt und gefragt wird, ob man zu Hause im Sessel sitzt. Abgefahren, was die Technologie so bringt. Also das ist, finde ich, schon total phänomenal. Also für uns ist es der Hammer. Wollen wir uns mal vielleicht mal unsere Helme schnell angucken? Ja, klar, gerne. Dann hole ich mich mal schnell. Ich habe jetzt einen Helm hier bei Tanja auf dem Fahrrad. Und nimm den bitte mal. Ja. Und dann meinen Helm. Die haben wir hier ja jetzt nicht zum Schutz auf der Messe, sondern eben auch wegen der Kommunikation. Wollen wir da am Tisch gehen? Oder? Hier können wir hier gehen. Hier sind ja ein Haufen andere Helme. Genau. Haufen Brüder. Genau. Oder Schwestern. Genau. Oder Schwestern und Brüder. Kommt alle her, kauft unsere Helme. Dann ist der Tisch leer. Ja. Verkauft ihr die Helme auch hier auf der Messe? Wir verkaufen auf der Messe nicht, aber wir haben einen Messerabatt. Ah. Wer kommt und fragt, der kriegt den Messerabatt. Eurobike 22, 15%. Aber ich glaube, wenn wir das Video veröffentlichen, das wird nach der Messe sein, weil die ist ja jetzt da. Wir sind jetzt am dritten Messetag, glaube ich, ne? Dritter Messetag und jetzt geht es nochmal heute, Samstag, Sonntag, ne? Okay, alles klar. Aber wie auch immer, lass uns das Ding doch mal bedienen. Einschalten haben wir hier, es geht ja ganz einfach, kann man also auch während des Fahrradfahrens machen. Genau, einschalten ist relativ... Das war ich jetzt hier ein bisschen. Ja. Du sagst, wann ich... Ja. Einschalten ist relativ einfach. Mitteltaste und die Plus-Taste gedrückt halten. Einmal kurz für eine Sekunde. Dann geht der Helm an. Und jetzt passiert, was jeder erfährt, der zum ersten Mal den Helm in Betrieb nimmt. Ihr seht ein rot-blaues Blinken und das Piepen. Das sagt euch, der Helm sucht nach einer Smartphone-Verbindung. Man kann die Helme ohne Smartphone nutzen, ganz wichtig. Und wenn man das nicht möchte, mittlere Taste einmal drücken und er hört auf, nach einem Handy zu suchen und ist bereit für den Intercom-Modus. Eure Helme waren ja jetzt schon verbunden, die kennen sich schon. Das heißt, bei einem Helm, wichtig, nur bei einem Helm, einmal die mittlere Taste drücken und sofort wird die Intercom-Verbindung zum letzten bekannten Gerät aufgebaut. Und jetzt sind die Helme verbunden. Das heißt, dass du jetzt, wenn du den Helm reinsprichst... Ja, guten Tag, ich spreche mal rein. Man erkennt unter anderem daran, dass es jetzt erfolgreich gekoppelt ist, dass die LED jetzt nicht mehr einfach blau blinkt, sondern doppelt blau blinkt. Also zweimal schnell hintereinander. Und wenn ich jetzt da reinspreche, dann hörst du mich auf der anderen Seite. Ja. Also das ist ganz fantastische Qualität, muss ich sagen. Wunderbar. Ich hoffe, das sieht man dann auch im Video. Aber ja, geil.
Und jetzt nochmal, ich weiß, wie lange jetzt das hält, ja, aber sag mir doch mal als Fachmann, wie lange hält denn eine Batterieladung jetzt in der Kommunikation, wenn ich es dauerhaft anhabe? Also in der Kommunikation, wenn es dauerhaft an ist, würde ich sagen, 6 bis 8 Stunden sind durchaus möglich. Das kann auch schon mal ein bisschen variieren. Das muss ich jetzt einfach aus rechtlichen Gründen sagen. So ein bisschen von der Temperatur ab und ob man jetzt tatsächlich noch mit dem Smartphone gekoppelt ist. Wenn das nicht der Fall ist, hält der Akku selbstverständlich länger. Aber ein satter Tag Fahrradfahren, überhaupt gar kein Problem. Das bedeutet, wenn du mit dem Handy verbunden bist, dann tauschen sie sich ständig aus oder und das kostet Energie? Genau, also das ist dann eine zusätzliche Bluetooth-Verbindung zum Smartphone, die ganze Zeit aufrechterhalten wird, die man braucht, wenn man beispielsweise mit dem Helm telefonieren oder Musik hören möchte. Das kann man auch, ne? Musik hören. Ja, Musik hören funktioniert, Podcast hören, Nachrichten, gar kein Problem. Das Coole dabei, ich habe jetzt erst vor kurzem zu einem jungen Radler gesagt, der dann Musik hört, ne, während des Fahrens und das halt im herkömmlichen Weg, indem er sich irgendwelche Dinge ins Ohr steckt, sagt, du bist der Irre, du kriegst da gar nicht mehr den Verkehrslärm mit, weil das so wichtig ist und überlebensnotwendig ist, dass du, auch wenn du remote irgendwo unterwegs bist, dass du weißt, da hinten kommt ein LKW, irgendwas Großes. Aber mit den Helmen hast du ja deine Umgebungslautstärke oder Geräusche, die sind da, ne? Genau, die hört man die ganze Zeit mit. Wir können das auch mal zeigen. Also die Lautsprecher sind in die Helmschale über dem Ohr eingefasst. Der Schall wird auch quasi genau in Richtung Ohr nach unten raus ausgegeben. Und es bedeutet einfach, dadurch, dass nichts über dem Ohr ist, kriegt man alles mit, was um einen herum passiert, ohne dass es quasi die Gespräche oder die Geräusche, die man aus dem Helm haben möchte, großartig beeinflussen würde. Hammer. Was ist eigentlich das da über, da vorne, ja? Da vorne ist das Mikrofon. Ja. Da wird die Sprache aufgenommen, die man so von sich gibt. Genau, hier vorne. Auch ganz unauffällig in die Helmschale mit eingearbeitet. Ja. Und das Schöne ist, dass die Helme auch nicht wahnsinnig, man könnte sich vorstellen, dass ja dann mit der Technik, das, was da drin verbaut ist in dem Helm, dass der auch sauschwer wird, ne? Muss sagen, also viel schwerer als normale Helme sind die nicht, ne? Nein, sind sie nicht. Die Technik ist ja mittlerweile so klein und so filigran, würde ich fast sagen, geworden, dass man das eigentlich, also vernachlässigbar ist es nicht, nein. Der Radprofi wird es merken. Wir liegen jetzt hier bei den Helmen so über den Daumen, sind die alle um die 400 Gramm schwer. Kommt ein bisschen auf die Größe an und auf das Modell, ob man noch einen Schirm dran hat wie ihr. Aber absolut völlig im Rahmen und ja. Ich meine, ihr Sena ist ja eine volle professionelle Firma. Ihr kommt ja auch aus dem Motorradsport, oder? Ja, genau. Also ganz ursprünglich, 1998, fing das alles mal an als Industrie-Headset-Lösung. Seit 2010 produziert die Firma Sena auch Headsets und Kommunikationsgeräte im Motorradbereich, weil der Firmenchef begeisterter Motorradfahrer war. Der hat dann irgendwann seine Ingenieure auf den Weg geschickt und gesagt, ich möchte gerne beim Motorradfahren telefonieren und Musik hören. Und dann lag es halt irgendwann nahe, wenn man schon sowieso schon im motorisierten Zweiradbereich ist und Helme auch macht und sich mit der Technik auseinandergesetzt hat, die Industrie kennt, warum nicht auch den Schritt in die neue Form der Mobilität der Zukunft zu machen. Absolut. Und wir sehen ja, das ist ja auch ein Riesenmarkt, ja. Ne, Fahrrad. Klar. Das ist ja größer als Motorrad eigentlich. Viel größer. Ja. Also aus einer reinen Business-Sicht macht es einfach Sinn, in Zukunft, und das ist auch unsere Taktik für die kommenden Jahre, den Schwerpunkt einfach ganz klar auf den Radsport und auf den Outdoor-Bereich zu setzen. Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? Und im Moment ist es gesellschaftlich auch zu Recht ein Riesenthema. Wie sieht Mobilität in 15 Jahren aus? Und wie kann ich das quasi in meinen Arbeitsalltag integrieren? Und was Besseres als kommunikativ möglich, oder nein, anders, als verbunden zu bleiben und gleichzeitig vielleicht auch noch was Gutes zu tun und sich ein paar Tropfen Öl zu sparen. Ja, da war einfach, da ist die Zukunft, da gehen wir hin und das hat Sena zum Glück schon vor ein paar Jahren erkannt und deswegen können wir jetzt anfangen, wirklich gute Helme anzubieten. Sena ist ja, hat den sind es die Firma den Sitz in Amerika oder? Ja, also der Hauptsitz Senas ist, also, das, okay.
Der Hauptsitz Senas sitzt in... Rückkopplung. Das Mikrofon. Also ich war zu lang dran. Ich war zu nah dran mit meinem Mikro. Ich habe mal einen Helm ausgemacht. Also Sena ist eine koreanische Firma, gegründet in Seoul. Und da ist auch noch der Hauptsitz. Ja. Für alles, was Marketing, Sales und sowas angeht, ist der weltweite Hauptsitz tatsächlich Irvine, Kalifornien. Und das europäische Geschäft, das europäische Marketing, sowohl Support als auch Vertrieb, Logistik sitzt in Köln, in Deutschland. Das heißt, wenn also mal von wem auch immer, was für Fragen auch immer, ob das jetzt Verkauf ist, ob das technische Probleme sind oder Nachfragen, ob man was gemeinsam marketingmäßig ein Projekt auf die Beine stellen möchte, hat man in Europa immer den richtigen Ansprechpartner. Das heißt, wir werden das veröffentlichte Video jetzt bei uns auf YouTube, ja. Und wenn jetzt die Zuschauer eine Frage haben, dann dürfen wir gerne eure zu euch verlinken und ja. Eine Telefonnummer weitergeben oder was auch immer, so dass sie irgendwo bei euch rauskommen und eine Frage beantwortet bekommen. Ganz genau. Also man kann sich eigentlich über alle Kanäle an uns wenden, ob das der YouTube-Kommentar ist, da wird drauf geantwortet, Instagram, Sena Outdoor Deutschland. Oder über unsere Homepage, ist überhaupt gar kein Problem. Da findet man dann noch Telefonnummern. Ihr habt ja meine Telefonnummer, die dürft ihr gerne auch für sowas weitergeben. Aber nicht deine Mobilnummer. Ja, wenn ich arbeite, gehe ich auch ans Telefon. Okay. Selbst wenn ich auf dem Rad sitze, kein Problem. Ja, gut, man weiß nicht, wie das, weißt du, wenn wir jetzt plötzlich 100.000 Klicks auf dem Video haben, dann wird es dir schwindelig auf dem Fahrrad. Dann ändere ich die Telefonnummer. Okay, also vielen Dank für das Background-Wissen. Aber jetzt wollen wir nochmal, jetzt haben wir ja unsere Helme, die heißen wie? Ihr habt die M1-Helme. Wir haben die M1. Ja, genau. Es gibt auch noch, vom M1 gibt es auch noch das zugehörige Evo-Modell, M1 Evo. Evo heißt? Ist mit Mesh ausgestattet und nicht mit Bluetooth. Mesh ist eine relativ neue Technologie, die wir benutzen. Die kennt man vielleicht dann auch von zu Hause, vom WLAN aus. Ist eine Möglichkeit, über bestimmte Frequenzen einfach seine Reichweite und die Übertragungsqualität deutlich zu steigern. Die haben wir jetzt in den Evo-Modellen unserer Helme eingebaut. Führt dazu, dass sie noch einfacher zu koppeln sind als Bluetooth, als das, was wir gerade eben gesehen haben. Mit der Mesh 2.0 oder mit dem Update auf Mesh 2.0 vor einem Jahr ist auch die Reichweite deutlich gesteigert worden. Also wir sprechen jetzt hier bei freier Sicht, also bis zu einem Kilometer bei den Fahrradmodellen. Bis zu einem Kilometer. Und was ist es jetzt, wenn ich innen an der Stadt unterwegs bin? Dann wird es natürlich weniger. Man hat Gebäude, man hat Autos und vor allem hat man andere Frequenzen, die dann da noch ein bisschen mit reinspielen. Ja. Aber für einige hundert Meter lege ich meine Hand dann immer noch ins Feuer. Super. Ganz kurz, wichtig oder im Idealfall hat man eine Sichtverbindung. Wenn man keine Sichtverbindung hat, hat man halt diese 400 bis 400 Meter, sage ich mal, ohne Störfrequenzen. Aber ja, die Reichweite ist auf jeden Fall deutlich gesteigert zum Vergleich zum Bluetooth. Ich meine, es war jetzt interessant, ich hätte gar nicht gedacht, dass es hier funktioniert, aber jetzt hier in den Messehallen mussten wir dann teilweise vom Erdgeschoss in den ersten Stock und dann unsere Fahrräder da rein, in unseren Hund da rein und so. Und dann habe ich zu Tanja gesagt, du pass auf, ich bin durch, ja, ich bin im ersten Stock, du kannst den Aufzug wiederholen. Hat funktioniert, also wir konnten vom ersten Stock in das Parterre sprechen. Ja, genau. Beton ist immer schwierig, klar. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Technik gehen. Allerdings hat man da ja den Schacht und da werden Frequenzen ziemlich gut übertragen. Das funktioniert. Was auch zum Beispiel funktioniert, das haben wir heute Morgen noch ausprobiert. Einer steht mit dem Helm am Fenster und geht über das Messegelände ein paar hundert Meter weit. Solange die Sichtverbindung da ist, alles kein Problem. Wahnsinn. Wir hatten es auch schon bei Stopps im Supermarkt. Da warst du draußen, hast auf die Räder aufgepasst und ich war einkaufen und habe gefragt, was du willst. Genau, und ich habe gesagt, ich möchte bitte ein Eiscreme mit Schlagsahne in Doppelportionen. Da muss ich auch mal was gönnen. Ja, unbedingt. Okay, jetzt lass uns doch mal zu einem deiner Helme, oder was willst du uns, willst du uns noch irgendwas zeigen? Ich kann euch die beiden Helme zeigen, die wir vorgestellt haben auf der Europa. Unbedingt. Okay, dann fangen wir mal an mit diesem Modell. Ja. Sieht jetzt erstmal aus wie das, was viele schon kennen, wie ein R2. Oder ein R2 Evo. Also R2 ist euer Modellname, ne? Genau, ist unser Modellname für den sportlichen Fahrradhelm. Ist etwas windschnittiger gebaut als der M1 Evo. Aber das hier ist ein R2X. Den haben wir jetzt ganz neu rausgebracht und der ist mit Alexa built-in. Das heißt, was? Wie? Was? Ja. Kann ich Fernsehen gucken oder wie?
du kannst zumindest deinen Fernseher einschalten. Und du kannst auch, wenn du unterwegs bist und der Helm mit deiner Alexa-App gekoppelt ist, kannst du von unterwegs das Garagentor öffnen, das Licht einschalten. Ach, ja, oder dir was Schönes bei Amazon bestellen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ach Quatsch, echt? Ja. Oh Mann, das wird immer verrückter. Das ist ja crazy. Also das ist wirklich dann, das geht wirklich in eine Richtung, wo wir sagen, das ist tatsächlich ein vollwertiger Smart Helm, der mit digitalen Assistenten alles kann, was man mit Sprache ausdrücken kann. Wow, dann haben wir dann, wenn ich nach Hause komme, plötzlich irgendwie so aus Versehen ein Fahrzeug bestellt oder so. Steht bei Amazon. Du kannst auch einfach fragen. Du fragst einfach, hey Alexa, was habe ich die letzten 5 Tage bestellt? Und dann kriegst du eine Antwort. Abgefahren. Ja, das haut mich echt um. Genau. Und wir haben noch was vorgestellt. Dafür könnten wir mal rübergehen. Gehen wir rüber, ja. Machen wir mal einen kleinen Gang, wie es beim Fernsehen heißt. Das ist der C1, wie man hier sieht, ist ein City-Helm, wie wir sagen würden. Ist relativ schmal oder relativ leicht gebaut und hat einige Dinge, die die anderen Helme bisher nicht hatten. Zum Beispiel, ja, nimm ihn ruhig in die Hand, probier es mal aus. Ja, was wiegt ihr denn? Knapp 400 Gramm auch, aber fühlt sich leichter an. Und zwar ist die Gewichtsverteilung ein bisschen anders. Wir haben nämlich hier das erste Mal kein Bedienteil an der Seite, sondern haben das hier hinten mit reingenommen. Das macht die Verteilung des Gewichts ein bisschen besser. Und die Lautsprecher sind diesmal am Kinnriemen befestigt. Hat den Vorteil, dass die Lautsprecher ein bisschen näher am Ohr sind. Das Mikrofon ist wie gewohnt hier oben und richtet sich vor allem an Pendler oder Leute, die nicht unbedingt den M1 oder einen Evo-Helm brauchen, sondern für die es einfach schnell gehen muss. Die kaufen sich diesen Helm, der kommt Ende des Jahres raus, wird deutlich günstiger sein als die anderen Modelle, die wir haben. Was liegen wir bei so einem Helm ungefähr? Der wird ungefähr 139 Euro UVP kosten. Ist eigentlich ein überschaubarer Preis, würde ich sagen, für so viel Technik. Genau, ist dann vor allem auch vielleicht auch für Leute attraktiv, die sich denken, was ist Konnektivität auf dem Fahrrad, was ist ein Smart Helm überhaupt, und die dann halt nicht sofort 200 Euro ausgeben wollen, sondern das einfach mal ausprobieren möchten. Wow. Ja. Okay, das ist jetzt was, kommt jetzt raus, oder? Wird Ende des Jahres verfügbar sein. Ende des Jahres verfügbar. Genau. Okay. Allerdings, das muss man halt auch dazu sagen, wie alle unsere Helme, ist voll zertifiziert, hat alle Features, wie beispielsweise das Rücklicht. Das Rücklicht ist ja klasse, ne? Haben wir das bei uns schon drin? Nee, ne? Das haben wir bei uns noch nicht drin in unserem Helm, glaube ich. Noch nicht, ja. Weil das macht ja auch Sinn. Also sitzt auf dem Fahrrad, die Beleuchtung ist unten. Und ich glaube, wenn die Autofahrer, wenn die dann oben noch was sehen, also etwas höher, einen Meter weiter oben, und dann macht das macht definitiv Sinn. Das ist ja sowieso das Problem bei Zweirädern, dass Autofahrer nur einen Lichtpunkt als Referenz haben. Das menschliche Auge nimmt die Entfernung oder bewegte Entfernung ja auch über Referenzen einfach wahr und schätzt diese ein. Und wenn du nur einen Lichtpunkt hast, ne, wenn ein Auto auf dich zukommt und es kommt näher, gehen die Scheinwerfer auseinander und du weißt, alles klar, es wird größer, und wie schnell wird es größer? Das Gehirn hat eine Referenz. Yeah. Das ist bei Fahrradfahrern schwierig. Mit einem Rücklicht hat man halt im Idealfall im Dunkeln hinten raus zwei Lichter. Yeah. Ne, eins oben, eins unten, und der Autofahrer kriegt eine Referenz und fährt nicht einfach drüber. Okay. Um es mal platt auszudrücken. Okay, ja. Ja klar. Also wirklich ein Smart Helm, der auch, ja klar, Safety, ne? Das ist wirklich wichtig. Ja, Sicherheit ist uns sowieso sehr wichtig. Die Helme sind, wie ich gerade eben schon gesagt habe, voll zertifiziert, und das Rücklicht war dann einfach noch ein nettes Feature in Anführungszeichen, also nicht nur nett, sondern halt einfach auch wichtig. Also ich finde es ein wichtiges Feature. Ja, genau. Super. Haben wir jetzt noch was du zeigen willst? Oder? Ja, wir können mal kurz noch darüber reden, was mit den Leuten ist, die sich vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit einen wirklich teuren, guten Fahrradhelm gekauft haben. Okay. Die aber nicht auf Konnektivität oder auf einen smarten Helm verzichten möchten. Ja. Für die haben wir das sogenannte Pi im Angebot. Pi? Pi. Klingt jetzt erstmal lustig, ist aber eigentlich ein relativ smartes Gerät. Das kann man sich nämlich einfach an den Kinnriemen, am Kinnriemen befestigen. Das geht mit eigentlich jedem Helm. Ja. Und kann dann auch... Kann sich Schlaufen da durchschleusen hier, ne? Genau.
Das sieht dann ähnlich aus wie beim C1. Hier kann ich das mal zeigen. Ähnliche Bauweise, da wird, wird der Kinnriemen einfach durch die Führung gezogen. Das hält fest, man kann sich das individuell einstellen. In dem Gerät ist selbstverständlich auch, oder mit dem Gerät ist selbstverständlich auch die Verbindung zum Handy möglich, sodass man telefonieren kann. Und man kann mit bis zu einer anderen Person sprechen. Und das führt jetzt dann einfach ein, oder was? Also dieses Pi? Warum Pi? Warum hat das einen Grund, warum das Pi heißt? Nee, also hat es bestimmt, den kann ich aber gerade nicht nennen. Also ich weiß nicht, warum es so heißt. Es ist relativ beliebt bei Eltern. Wenn die mit ihrem Kind unterwegs sind und ab einem bestimmten Alter haben Kinder ja einen sehr gesunden Bewegungsdrang und sind vielleicht auch schon mal einen Meter weiter als Mama oder Papa. Den kann man dieses Gerät einfach auch an den Helm klemmen. Muss nicht jedes Jahr einen neuen Helm kaufen, also man muss nicht jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, nur weil man einen neuen Helm kauft, sondern macht das einfach dran und dann kann man einfach mit dem Kind sprechen, so hey, pass auf, da vorne die Straße, mach ein bisschen langsamer oder Papa braucht eine Pause, wir müssen jetzt mal ein Eis essen gehen. Sag mal, und da ist jetzt dann ein Mikro und da ist alles drin? Da ist alles drin. Da ist ein Mikrofon drin, hier, da sind Lautsprecher drin, und zwar rechts und links, also man hat Stereo-Sound. Genau, hat eine Zwei-Tasten-Bedienung, die relativ ähnlich zu der Bedienung eurer Helme ist, und hat im Grunde dieselben Funktionen. Und was kostet so eine Nachrüstung? Das kostet zurzeit 109 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Okay. Also kannst du auf jeden Fall, hast du dann auch einen Smart Helm, ne? Machst du einen analogen Helm zum Smart Helm. Wichtig vielleicht noch zu sagen, für Leute, die sich jetzt fragen, ja, ich lebe in Deutschland, hier regnet es manchmal. Ja. Spritzwasser geschützt, kann man bedenkenlos im Regen, und zwar auch in richtigem Regen, benutzen. Okay, du kannst also mal den Helm auch immer am Rad lassen. Also ich meine, man nicht, weil dann ist er vielleicht weg. Ja? Aber er kann nass werden. Genau, alle wichtigen Dinge sind einfach zu. Also hier die Ladebuchse zum Beispiel ist mit so einem Gumminüppel zu, der auch relativ fest sitzt. Und wenn man den zumacht, dann kommt da nichts mehr durch. Ja, cool. Wahnsinn, auch innovativ. Wir haben jetzt hier einige innovative Firmen, also einige innovative Partner von uns, und bin immer wieder überrascht. Deswegen gehen wir auch immer wieder gerne auf diese Eurobike, weil der Markt ja nicht stehen bleibt. Geht ja dauernd weiter. Es ist ständig neue Technologie. Und ja, also wenn man da ein bisschen affin ist, das macht also echt Freude. Ja, ich arbeite wahnsinnig gerne für Sena. Ich bin so ein kleines Spielkind und unsere Geräte bieten ja für beide was. Ne? Also wer ein bisschen spielen will, der hat halt eine ganze Menge Funktionen an den Helmen, mit denen man rumprobieren kann. Und wer einfach nur schnell verbunden sein möchte, der drückt halt auf den Knopf und ist auch verbunden. Und dann ist auch völlig in Ordnung. Cool. Naja, dann glaube ich, sind wir mal... Es gibt ja noch viele Sachen jetzt, ihr habt ja auch Headsets und so weiter, worüber wir reden können. Aber ich glaube, jetzt sind wir mal ganz grob durch die Helmsituation, grob einmal durch, oder? Durch die Helmsituation sind wir grob durch. Fürs Fahrrad. Fürs Fahrrad, klar, wir dürfen nicht vergessen, ihr kommt aus dem Motorradbereich und habt natürlich, ihr seid der Profi, genau in dem Bereich auch Profis. Klar, da sind wir auch schon relativ bekannt, also im Motorradbereich ist Sena das Synonym für Kommunikation während der Fahrt. Das sind wir im Radsportbereich noch nicht, weil man einfach sagen muss, wir mussten auch Erfahrung sammeln, uns da ausprobieren, und die Radsportszene, ein Fahrrad sieht ähnlich aus wie ein Motorrad, aber alles drumherum ist ganz anders. Und da müssen wir uns, oder haben wir jetzt geschaut, wie wir uns da bekannt machen. Wir haben jetzt einen Plan. Wir haben vor allem, das ist halt einfach immer das Wichtigste, wenn man was verkaufen will, ein Produkt, was es sich lohnt zu kaufen, und eine Kommunikation, die einfach Spaß macht, wo wir auch die Leute jetzt wirklich an die Hand nehmen können und sagen können, probiert mal einen Sena aus. Sag mal, was mir jetzt dabei noch einfällt, habe ich das jetzt übersehen, aber habt ihr auch Helmkameras? Ja, für den Motorradbereich und für den Outdoor-Bereich haben wir das sogenannte Prism Tube. Das ist eine kleine Stabkamera mit einer Full-HD-Auflösung, die man sich, ob das jetzt Motorrad ist oder am Fahrrad, am Helm oder beim Fallschirmspringen am Riemen befestigt, ist eigentlich ganz egal. Die bieten wir auch an, die ist auch wasserdicht. Genau. Also Konkurrenz zur GoPro? Na, also aus kommunikationstechnischer Sicht müsste ich sagen, ja, es ersetzt keine GoPro, nein. Es macht gute Schnappschüsse, man kann sie sehr gut verwenden, um beispielsweise für seinen YouTube-Kanal oder sowas. Also ein professioneller Filmemacher wird das Gerät nicht kaufen, dafür ist es auch nicht gedacht. Es
kostet auch weniger als eine professionelle Kamera. Es kostet im Moment, glaube ich, 179 Euro. Okay, nur, ja. Genau. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, vielleicht auch seinen Arbeitsweg aufzuzeichnen, als Dashcam zu benutzen. Aber wenn man weiß, okay, ich fahre heute Abend hier den geilen Mountainbike-Trail, ich wüsste gerne, in welcher Ecke ich mich noch verbessern muss, der macht sich halt die Prism Tube ans Fahrrad oder an den Helm und legt halt los. Cool. Ja. Ja, du, dann bedanken wir uns, Itania und ich, bei dir für deine Zeit und für die tolle Erklärung. Und wir hoffen auch, dass wir euch da jetzt ein bisschen Inspiration wieder gebracht haben, was Neues gezeigt haben, vielleicht eine Idee. Sicherheit, Safety ist ja ganz, ganz wichtig, gerade auch beim Fahrradfahren, wo Tania und wir davon ein Liedchen singen können. Ich habe schon ab und zu mal einen Abgang gemacht vom Bike und weiß, es kann bitter sein, vor allem immer Helm tragen, saumäßig wichtig. Helm, tragt einfach einen Helm, ist scheißegal, ob die Frisur schief sitzt danach oder nicht. Hauptsache, der Kopf sitzt noch auf dem Hals. Ja, tragt einen Helm, am besten einen Sehner, aber wichtig ist, dass ihr überhaupt einen tragt. Und na wenn, dann ein Sehnerhelm, logisch, oder? Ja. Ja. Alles klar. Ich danke euch für den Besuch. Wir bedanken auch und dann bis zum nächsten Mal. Und lasst... Und alle, die jetzt da zuschauen, Leute, geht's raus und macht was. Nicht nur YouTube gucken. Nicht nur YouTube gucken und lasst uns ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.